willkommen zur Tür Nummer 9. Ja, heute sind wir ja immer noch in der Vollmondenergie und da dachte ich, geht es heute um Glaubenssätze. Und zwar um negative Glaubenssätze. Heute solltet ihr euch darauf fokussieren, einen Glaubenssatz, der euch schon lange begleitet, loszulassen. Sei es sowas wie, ich habe es nicht verdient, viel Geld zu verdienen, zum Beispiel. Oder eben, wir kommen aus einer armen Familie, wir werden niemals reich. Solche Glaubenssätze sind Katastrophe. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also oft ist es so, dass wir auch tatsächlich aus dem früheren Leben eventuell noch was mitbringen und das einfach so auf uns sitzt. Und wir als Aufgabe haben, in diesem Leben sowas loszuwerden. Genau, und eventuell habt ihr vielleicht einen Glaubenssatz, der euch schon länger begleitet und den ihr jetzt endlich zum Ende des Jahres loswerden möchtet. Dann versucht, den einen Glaubenssatz, den ihr da habt, umzuprogrammieren. Und zwar quasi ihn positiv zu benennen. Wie zum Beispiel, ich habe es nicht verdient, viel Geld zu verdienen. Dreht ihr um in, ich bin es wert, Reichtum anzuziehen und viel Geld zu verdienen. Genau. Also wichtig ist, dass ihr positiv formuliert und versucht auch, wenn es geht, in der Gegenwart zu formulieren, dass ihr es quasi jetzt schon seid. Vielleicht jedes Mal, wenn so dieser Glaubenssatz so zu euch wiederkommt, dieser negative Glaubenssatz, dann versucht wirklich, ihn bewusst wahrzunehmen, dass er da ist und in dem Moment wirklich direkt wieder die Umprogrammierung sich selbst zu sagen. Oder vielleicht auch aufzuschreiben, ist auch sehr, sehr gut. Vielleicht wirklich täglich versuchen, Journaling zu führen, aufzuschreiben und ja, dadurch eben Gutes zu manifestieren. Genau, ansonsten hoffe ich, dass ihr einen schönen Tag habt und ja, wir sehen uns dann morgen zur Tür Nummer 10.